Was sich sehr, sehr stark verändert hat, ist, dass die Konkurrenz am Markt geringer geworden ist. Ja? Weil in den letzten Jahren hat eigentlich jeder finanzieren können. Also es haben teilweise die Leute 110% Finanzierungen bekommen. Tatsächlich 60 Wohnungen plus. Dann habe ich wahrscheinlich noch circa 10 oder mehr Garagenplätze, ich weiß es gar nicht. Und eine Gewerbeimmobilie, ein Büro. Dein erfolgreichster Immobiliendeal oder Immobilienprojekt, sagen wir mal so, was würdest du sagen, was war das oder was war das Learning draus? Das muss ich rechnen. Dann ist die Frage, mit welchem Fremdkapitalhebel gehe ich rein? Wie finanziere ich? Variabel oder fix? Wenn mich momentan einer fragt, variabel oder fix? Lieber Paul, danke, dass du heute zu Gast bist. Heute haben wir nämlich ein spannendes Thema. Wir haben einen Investor zu uns, der schon seit Jahren, Jahrzehnten im Immobilienbereich tätig So ist. alt bin ich noch nicht. Und da werden wir fragen, wie der Markt aktuell ist, was die größten Learnings waren, die größten Herausforderungen. Und das wird uns hoffentlich heute die ein oder andere Frage beantworten. Danke, dass du da bist. Ja, lieber Emanuel, vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein und bin ganz gespannt auf deine Fragen. Ja, vielleicht zu Beginn für den einen oder anderen, der dich nicht kennt, wie würdest du dich selber vorstellen? Ja, also nicht ganz so alt, wie du gesagt hast. Seit Jahrzehnten tatsächlich. Ich investiere seit ja, 12, 13 Jahren jetzt in Immobilien. Ich bin 42 Jahre alt, ich bin ein echter Wiener, ja, also wirklich geboren, aufgewachsen und ich lebe auch in Wien, obwohl ich einen Hang ins Burgenland habe. Und ja, meine Immobilienkarriere ist noch nicht ganz so alt. Also ich habe meine erste Immobilie mit 30 Jahren gekauft, was gleichzeitig bedeutet, es ist nie zu spät. Ich kenne mittlerweile ganz, ganz junge Investoren, die sind teilweise 18, 19, 20 Jahre, die schon ihre erste Immobilie gekauft haben, was ein Wahnsinn ist. Damals habe ich mich für andere Dinge interessiert. Also statt Lage, Lage, Lage waren die drei F für mich wichtig, nämlich Frauen, Fußball und Fortgehen. Ja, ich habe Betriebswirtschaft studiert auf der Wirtschaftsuni in Wien, habe dort meinen Magister, da sieht man auch, wie alt ich bin, meinen Magister noch gemacht und habe dann begonnen, in der Finanzmarktaufsicht zu arbeiten. Ja, dort knapp 7,5 Jahre gearbeitet. Im Versicherungsbereich bin dann Vorstand einer Tochtergesellschaft einer mittelgroßen österreichischen Versicherung geworden, mit Fokus auf die Balkanregion und war dann zuletzt noch im Unica-Konzern, war dort auch Geschäftsführer einer Servicegesellschaft, bevor ich dann wirklich Ende 2017 mich entschieden habe, mich komplett den Immobilien zu widmen. Die erste Immobilie habe ich gekauft 2012. Ja. Long story short, ich breite es jetzt nicht so aus. Das war damals gedacht, war eine stark sanierungsbedürftige Wohnung, dass ich dort selber drinnen wohne. Habe sie dann am Tagesende aber verkauft und war de facto mein erster Fix and Flip, obwohl ich nicht gewusst habe, was ein Fix and Flip ist damals. Und ich habe so viel falsch gemacht, es hat mir so viel Nerven gekostet, so viel Zeit und oh, ich habe gedacht, das mache ich nie wieder. Zweite Immobilie war dann die erste Buy-and-Hold-Immobilie, also gekauft, um zu vermieten. Eigentlich nur mit der Idee, mit den Mieteinnahmen zwei-, dreimal im Jahr schön auf Urlaub zu fahren. Und wie das dann funktioniert hat, habe ich mich mit der Materie näher beschäftigt. Ich habe ja gelernt auf der Universität, was ist ein Leverage-Effekt, aber wie sich der, also dieser Fremdkapitalhebel, aber wie sich der dann tatsächlich bei Immobilien auswirkt, wie der sich magisch quasi auswirkt, das habe ich dann erst viel, viel später behirnt. Und habe mich am Anfang mit amerikanischer Literatur, amerikanischen Podcasts und so weiter, da hat es ja keine deutschen oder österreichischen Bücher, Podcasts und sonstiges gegeben, vor 12, 13 Jahren. Aber da halt einmal sukzessive auch Klassiker, Rich Dad Poor Dad, das hat es damals schon gegeben, so mal überhaupt mindsetmäßig auch den Schalter umgelegt und dann bin ich so richtig reingerutscht in die Immobilienbranche. Habe dann, wie gesagt, Ende 2017 parallel schon die Konzessionsprüfung zum Immobilientreuhänder gemacht, weil das Portfolio ist immer größer geworden im Hintergrund. Und bevor ich den Ausstieg gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, als Backup gründe ich auch ein Maklerunternehmen. Man damals eigentlich mit dem Portfolio auch schon ganz, ganz gut unterwegs, ordentliche Cashflow-Überschüsse erzielen können.
Aber trotzdem, meine Intention war, nicht ins eiskalte Wasser zu springen, sondern sich ein Safety-Netz zu bauen mit der Maklerei. Zum einen habe ich mir gedacht, ich habe so viele schlechte Makler kennengelernt in meiner Immobilienkarriere. Da habe ich mir gedacht, das muss ja besser gehen. Punkt 1 und Punkt 2 habe ich mir gedacht, naja, die Objekte, die gut sind, kaufe ich selber und die schlechten vermarkte ich halt. Wobei, da muss man fairerweise auch sagen, das hat in den seltensten Fällen wirklich so funktioniert, wie ich es mir erträumt hatte. Nichtsdestotrotz, die Maklerei ist jetzt auch schon 7 Jahre alt, habe 3 Mitarbeiter, funktioniert sehr, sehr gut. Stand heute habe ich insgesamt 7 Unternehmen, die drehen sich alle, ja, aufgebaut über eine Holdingstruktur. Ich habe auch vor einigen Jahren, jetzt sind es auch schon wieder 3 Jahre, dann auch begonnen in Deutschland zu investieren, habe dort eine VV GmbH, aber auch privat investiert in Immobilien. Und ja, alles dreht sich eigentlich, mein ganzer Tag dreht sich um das Thema Immobilien. Ja, sehr schön, ja, da haben wir den Profi. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du warst damals angestellt, 2012, du hast das nebenbei gemacht, das heißt, du hast die ersten Immobilien nebenbei gekauft und erst, wo du gesagt hast, okay, 5, 6, 7 Jahre später, jetzt passt es, jetzt Einnahmen und so weiter, dann hast du dich erst in die Selbstständigkeit gewagt. Genau. Also ich habe leider Gottes, so wie es viele, bei den meisten weiß man nicht, ob es stimmt, aber viele haben immer so eine arge Geschichte, bin mit einem Ferrari gegen einen Baum gefahren und plötzlich haben mir die Vögelchen gezwitschert, ich muss Investor werden und bla bla bla. Nein, ich habe das sukzessive aufgebaut und vorbereitet und sehr durchdacht strategisch auch umgesetzt, weil ich habe jetzt auch in den letzten Jahren, wo ich sehr, sehr stark auch in dieses, über den Stammtisch, in dieses Coaching, Mentoring eingetaucht bin. Ja, ich bin ja auch Teil von Immocation und so weiter. Da habe ich halt viele Leute gesehen, die wollten sehr, sehr viel, haben sehr hohe Ziele gehabt, haben teilweise den Sprung ins kalte Wasser gewagt und leider Gottes vielen war es zu kaltes Wasser. Ja? Und die sind jetzt wieder im warmen angestellten Hallenbad. Deswegen kann ich auch nur jedem raten, Immobilien, ja, dieses Thema immer passives Einkommen und finanzielle Freiheit, was da immer so herumschwirrt, das ist beides falsch. Ja. Finanzielle Freiheit, das ist ein sehr inflationärer Begriff, der ist sehr individuell. Ich bemühe lieber den Begriff finanzielle Gelassenheit. Was heißt das? Können, aber nicht müssen. Ja. Das war für mich immer ein klares Ziel. Können, aber nicht müssen. Ja. Und das zweite, passives Einkommen, vergesst das. Immobilien sind kein passives Einkommen, sondern da muss man sehr, sehr viel an der Immobilie mit den Mietern und drumherum, Stichwort Finanzierung, laufend arbeiten. Ja? Und deswegen war mein Ziel, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das alles nicht allein geschafft, sondern was die größten Wachstumshebel auch sind, um überhaupt ins Wachstum zu kommen. Weil ich lerne viele Leute kennen, die kaufen sich 1, 2 Wohnungen, nur dann stehen sie vor einer Wand, weil dann ist das Eigenkapital weg, die Bank finanziert nicht mehr, wie geht es weiter? Ne? Und bei mir war es waren mehrere Hebel, aber 3 wesentliche. Erster, Partnerschaft. Ich habe heute, Stand heute, mehrere Partnerschaften, in Deutschland zum Beispiel, in Österreich. Und meine erste Partnerschaft war meine damalige Freundin, mit der ich begonnen habe, gemeinsam zu investieren. Warum war das ein Riesenvorteil? 2 Gehälter, ja, Synergieeffekte, ja, 2 Kreditnehmer, ja, doppeltes Eigenkapital de facto. Das heißt, Wachstumsbeschleuniger. Zweiter Punkt, Immobilienhandel. Also ohne den Immobilienhandel wäre ich sicher heute auch nicht dort, wo ich bin. Das heißt, immer wieder Objekte gekauft, saniert, verkauft, dadurch frisches Eigenkapital generiert. Und das dritte ist einfach Netzwerk. Ich meine, das umfasst eh das Ganze. Aber ohne auch dieses ständige Lernen, ja, ohne den Stammtisch, den ich im Jänner 2018 gegründet habe, ohne den Immo Austria Podcast zum Beispiel und so weiter, so viele interessante, spannende Leute kennengelernt. Das ist jetzt auch, ich habe vor 2,5 Jahren gemeinsam mit 2 Partnern den Immobilieninvestmentclub Österreichs gegründet, haben wir mittlerweile Mitglieder aus ganz Österreich, aus jedem Bundesland. Das sind halt wirklich Leute, wir haben eine gewisse Eintrittsbarriere, auch man muss mindestens 10 Einheiten im Bestand haben. Also das ist wirklich schon High Level. Wir haben teilweise Leute mit über 300 Einheiten. Und das ist schon, da profitiert jeder. Und das, jeder, der glaubt, er weiß alles, der hat eigentlich meiner Meinung nach schon verloren. Ne? So ist es.
Ja, ich habe vor kurzem, vorgestern war es ein Podcast angehört von einem sehr erfolgreichen und der hat gesagt, dass 90% das Netzwerk ausmacht. Das heißt, nur 5% des Wissen, die schulische Bildung, weil viele legen da sehr, sehr, sehr wohl Wert auf das und das eigentlich der kleinste Teil ist, sondern eigentlich die Leute, die um dich sind, die dich nach vorne bringen, weil du kannst alles wissen und super in der Schule gewesen sein, wenn du aber kein Netzwerk hast oder keine Leute, die auch nach vorne wollen und im falschen Netzwerk bist, dann wird es halt schwierig. Ja. Absolut. Das, was spannend ist, das heißt, die erste Immobilie mit der Freundin damals... Nein, die erste habe ich allein gekauft. Die erste Partnerschaft, was ist aus denen geworden? Das heißt, das rennt nach wie vor. Also okay. Die Partnerschaft gibt's, ist auf einem anderen Niveau, sagen wir so. Okay. Aber wir verstehen uns sehr, sehr gut und sie ist auch bei mir im Maklergeschäft Geschäftsführerin. Wir führen unser Portfolio weiter. Okay. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, glücklicherweise. Immobilien beim letzten Stammtisch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, da hast du gesagt, du hast 60 Einheiten. Ich habe knapp plus 60 Einheiten jetzt. Aber muss man auch wieder relativieren. Erstens einmal Einheiten. Es wird immer Einheiten verglichen. Der hat 10 Einheiten, der hat 60, der hat 100. Wichtig ist, und das ist für die Zuseher und Zuhörer und Rinnen ganz, ganz wichtig, nicht in Einheiten vergleichen. Weil ich sage immer, was sind zum Beispiel 4 Einheiten in Wien im Vergleich zu 40 Einheiten irgendwo im hintersten Südburgenland außer gleich viel wert? Du hast aber dort 40 Probleme. Ja? Ja, genau. Oder 40 Wohnungen in Chemnitz in Deutschland sind so viel wert wie 4 Tiefgaragenstellplätze in München. Ja? Also was ist die Quintessenz? Jetzt ein bisschen überzeichnet klarerweise, aber was ist die Quintessenz? Wichtig ist der Value des Portfolios. Ja? Was ist dein Portfolio wert? Und noch wichtiger, finde ich, ist der Loan-to-Value. Das heißt, wie viel gehört dir von dem Ganzen schon? Das heißt, wie viel Darlehen steht dem Value gegenüber dem Wert? Ja? Weil habe ich einen Verschuldungsgrad, der extrem hoch ist, dann bin ich quasi nur Verwalter der Bank, weil es gehört nach wie vor der Bank. Oder gehört das schon sukzessive, ja, durch intelligente Einkaufsgewinne, Wertsteigerung, Tilgung, teilweise auch Sondertilgung. Ich bin auch ein Fan von abbezahlten Immobilien, by the way. Weil das ist wie meine Schachfigur meine Dame beim Schach. Die kann ich immer wieder intelligent vorhalten, einsetzen als Sicherheit und so weiter. Ja. Und deswegen, das ist einmal der erste Punkt, wichtig ist, nicht in Einheiten denken, das ist nicht relevant, sondern schauen, was ist der Value und vielmehr, was ist der Loan-to-Value. Mhm. Und zweitens, was man auch fairerweise sagen muss, die gehören nicht alle zu 100% mir, sondern das ist klarerweise über Beteiligungen, Partnerschaften und so weiter. Aber sind die meisten Wohnimmobilien oder sind es Gewerbe oder Garagen oder ich habe schon alles Mögliche gehört? Bei mir kann ich 98% Wohnimmobilien, also ich habe ein paar Garagenplätze. Mhm. Ja. Müsste jetzt nachdenken, wie viele, die habe ich nicht dazu gezählt zu den Einheiten, also es sind tatsächlich 60 Wohnungen plus. Dann habe ich wahrscheinlich noch circa 10 oder mehr Garagenplätze, ich weiß es gar nicht. Und eine Gewerbeimmobilie, ein Büro. Wenn jetzt jemand. Aber vielleicht, wenn es interessiert, also den Großteil davon habe ich klarerweise in Wien. Ja, doch in Wien. Ja, Großteil habe ich in Wien. Ich habe in Niederösterreich was, im Burgenland was, ich habe in der Steiermark was und ich habe in Linz was. Und in Deutschland bin ich investiert in Erfurt und Umgebung. Ja, Erfurter Kreuz und auch in Gotha habe ich was. Wie wählst du deine Standorte aus? Beziehungsweise es gibt ja Fans, sage ich, die sagen, nur Deutschland, Österreich geht nicht. Gibt es den einen oder anderen Kollegen? Wie wählst du das aus, dass du sagst, okay, Linz wäre interessant oder ich weiß nicht, Graz oder was auch immer? Wie ist deine Vorgehensweise da? Also pauschal kann man das nie beantworten, das ist gut oder schlecht. Ich kann nur meine Learnings mitteilen, weil das ist ganz, ganz wichtig. In der Theorie oder in irgendeinem Excel rechnet sich alles gut und schön. Die Theorie und die Praxis zeigt aber ein anderes Bild. Und das Ergebnis ist, Distanz kostet Geld. Distanz kostet Geld. Du hast nämlich Kontrollverlust, Know-how-Verlust, weil du dich einfach in der Gegend nicht auskennst. Du hast Kontrollverlust, weil du nicht zugreifen kannst. Und du hast Outsourcing-Kosten. Ja? Und das haben die wenigsten, spiegeln das in ihrer Kalkulation wieder. Punkt. Das ist Faktum und da kann kaum einer dran rütteln. Wie wähle ich meine Investitionen aus? Primär ist einmal mein Credo, Qualität vor Quantität.
Wenn ich jetzt zurückblicke, mal in den Rückspiegel schaue und sage, was hat bei mir gut funktioniert die letzten 12, 13 Jahre und was weniger gut, es haben immer die guten Lagen, die qualitativ guten Wohnungen, haben qualitativ hochwertige, solvente Mieter angezogen, mit denen ich am wenigsten Probleme hatte. Die, wo ich vermeintlich günstig eingekauft habe, weil ich mir gedacht habe, ja, der Quadratmeterpreis ist attraktiv, das waren eher dann immer die Problemwohnungen. Ja, das ist meine Lessons learned. Und Deutschland war für mich eine Herausforderung, weil ich durch Immocation natürlich sehr, sehr viel mit deutschen Kollegen verbunden bin. Der deutsche Markt zehnmal so groß ist, der deutsche Markt natürlich steuerlich teilweise wirklich interessanter ist. War das für mich jetzt kein Must-have, ja, sondern es war irgendwie, ja, ich will es lernen. Ja. Das war so, ich möchte es lernen, ich möchte es können, ich möchte auch dort quasi die Fahne setzen. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss es machen, weil das brauche ich, um den finanziellen nächsten Push zu bekommen, das definitiv nicht. Sondern es war wirklich eher, ich habe gesagt, ja, okay, ich möchte den Schritt wagen, weil ich möchte es für mich lernen, ich möchte Erfahrung sammeln und so weiter. Das war eigentlich die Grundsatzintention, warum ich nach Deutschland gegangen bin. Ja. Cool. Bei so vielen Wohneinheiten, was du hast, wie machst du das mit der Verwaltung? Wie schaut das schlecht. Wie schaut es in der Praxis da aus? Wie ist deine Mieterbeziehung? Ja. Wie tust du das? Also, das ist auf alle Fälle eine, wie sagt man, Achillesferse. Die Achillesferse von mir. Ich bin sehr, sehr gut in der Akquise, sehr gut im Verhandeln, sehr gut im Analysieren. Wie gesagt, ich bin ja auch Betriebswirt mit Schwerpunkt Kostenrechnung und so weiter gewesen, zahlenaffin und so weiter, sehr umsetzungsfreudig und so weiter. Das, was ich gar nicht mag, ist Zettelwirtschaft, Ablage, Rechnungen und solche Dinge, das mag ich gar nicht. Ja? Das ist definitiv, da habe ich Optimierungsbedarf, wenn man es vorsichtig ausdrücken kann. Wie mache ich es dann heute? Ich, klarerweise, in Österreich habe ich in Deutschland ein Mehrfamilienhaus, das ist outgesourced, gibt es eine Hausverwaltung und so weiter, die kümmert sich drum. In Österreich habe ich kein Mehrfamilienhaus, das heißt, ich habe einzelne Wohnungen bzw. Wohnungspakete. Da gibt es überall Hausverwaltung und sozusagen die Subverwaltung, das heißt, das direkte Mietermanagement, das machen wir alles selber. Ja, das machen wir nach wie vor alles selber, das habe ich teilweise organisiert, in Ordnerstrukturen über Excel und so weiter, was ich jetzt auch mit ImmoCloud habe ich angefangen zu arbeiten, das ist so ein Tool, wo man das Ganze quasi schon die Kontoeingänge systematisieren kann und so weiter, da gibt es mittlerweile auch schon sehr viele Verwaltungssoftware, da muss ich aber ehrlicherweise gestehen, da bin ich noch am Anfang, sehr, sehr viel spielt sich da oben ab. Okay, na spannend, weil ich denke mal, wenn du so viele Einheiten hast, da ist immer irgendwas zu machen oder ja, irgendwas nicht passt oder zu kontrollieren, dass man merkt, hey, der Mieter zahlt ja seit 2 Monaten immer. Ja, das ist auch schon vorkommen, dass ich erst nach 2 Monaten drauf gekommen bin. Ja, ja genau, und dann ist er. Das ist, also das kann man zum Beispiel über ImmoCloud sehr gut abfangen, das ist automatisch mit dem Bankkonto gekoppelt und dann zeigt er dir an, welche Miete fehlt, welche nicht fehlt und oder ob die vollumfänglich eingegangen ist. Ich mache das, ich bin es gerade in der Implementierungsphase, aber normalerweise, ich kontrolliere einmal im Monat die Konten. Aber klarerweise, du hast dauernd was zu tun. Es gibt, weißt du, Mieterhöhungen, es gibt Reparaturen, es gibt Mieterwechsel und so weiter. Da haben wir aber, wie gesagt, ich habe 3 Mitarbeiter, wir haben eine Maklergesellschaft, das wickeln wir alles dann quasi über die Ebene ab. Ja? Da brauchen wir nichts. Also machen wir alles in-house. Um es auf Deutsch zu sagen. In-house auf Deutsch zu sagen. Kenne mich aus. Wenn jetzt da einer zuschaut, das heißt, und der sagt, er will auch Immobilieninvestor werden, ja. Was empfiehlst du denn? Das heißt, jetzt am Markt, der ist ja doch sehr turbulent, ja. seit einem guten Jahr. Wie ist gerade der Markt zum Einsteigen als Immobilien? Ja, die meisten raunzen und sagen, ja, es ist schwer, die Zinsen sind so hoch und pipapo. Also, am Tagesende war es nie einfach. Ja? Das wäre vermessen zu sagen, früher war alles besser, es war viel einfacher. Das war es nicht. Was man natürlich sagen kann, dass wir es durchaus bestätigen können, aufgrund der niedrigen Zinsen, ja, und dass die Banken relativ locker mit der Kreditvergabe umgegangen sind, war es in den letzten Jahren schon einfacher, einen Kredit zu bekommen. Punkt 1, das ist schon wahr. Und vor allem teilweise 110% Finanzierung oder mehr. Das war möglich. Das ist Stand heute in wenigen Ausnahmefällen noch möglich. Aber sicher nicht so, wie es einmal war. Ja? Und so wie es aber auch dargestellt wird, war es in Österreich eh auch nie. In Deutschland war es viel extremer.
Ich habe zum Beispiel selbst als quasi Steuerausländer in Deutschland die private Immobilie 10 Jahre fix, 0,9% effektiv, 117%. Die wollten nicht einmal 1 Euro von mir sehen. Mhm. Null. Ich habe 0 Euro hingelegt und ich habe eine volle Finanzierung bekommen zu 0,9 effektiv. Ja, das ist natürlich, davon träumt man heute noch. Nichtsdestotrotz, ich kann jeden, der sich mit dem, vielleicht Immobilieninvestor ist immer so ein schwerer Begriff. Ja. Ich möchte alle dazu motivieren und anregen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. In erster Instanz einmal die Immobilie als Assetklasse für die Altersvorsorge zu sehen. Ja. Die wenigsten, und das muss man auch fairerweise sagen, wären große Immobilieninvestoren. Aber für viele wäre es extrem wichtig, dass sie im Alter 2, 3, 4, 5 oder sogar mehr Wohnungen haben, weil die Altersarmut ist vorprogrammiert mit dem staatlichen Pensionssystem und so weiter und diese ganzen BZ, wie heißt es, Zukunftsvorsorgen und so weiter, die fressen mehr Gebühren, als sie was am Tagesende dann rausboxen. Und die Immobilie ist halt über das Fremdkapital. Und vielleicht ein Beispiel für junge Investoren. Erstens, das Investment langfristig betrachten. Natürlich, die Zinsen sind aktuell hoch, die Preise auch noch hoch, aber sie fallen gerade. Ja? Das heißt, jetzt habe ich auch schlagartig weniger Konkurrenz. Es öffnen sich viel, viel mehr Möglichkeiten momentan zum Einkauf. Und das wird jetzt im Winter noch prekärer werden. Und ich glaube auch, dass nächstes Jahr der Immobilienmarkt noch sehr, sehr dunkel und bewölkt sein wird. Was wiederum für die, die Geld haben, die finanzierbar sind, eigentlich interessante Einstiegszeiten sind. Was aber viel wichtiger ist, warum ist die Immobilie so interessant? Jetzt habe ich vielleicht Beispiel, rein hypothetisches Beispiel, 100.000 Euro zur Verfügung. Jetzt hätte ich die, wenn wir jetzt zurück einmal schauen, Anfang der 2000er Jahre in den DAX, in den deutschen Aktienindex stecken können, der hat sich verdreifacht. Ja, vertreiben kann man halt verdreifacht, vervierfacht, was auch immer. Ja, jetzt reines hypothetisches Beispiel, kann man ja nachschauen alles. Verdreifacht. Habe ich aus 100.000 300.000, 400.000 gemacht. Ja, ist ja nicht schlecht. Wenn ich dasselbe, der Immobilienmarkt im Vergleich, gibt es auch Statistiken, auch mit jemandem von Raiffeisen Research darüber gesprochen, der hat sich ähnlich entwickelt, auch verdreifacht, vervierfacht, der österreichische, vor allem in Wien, ja, in den letzten 20, 25 Jahren. Jetzt habe ich aber auf der Immobilienseite auch 100.000. Ja, die hätte ich in eine Immobilie geben können oder ich hätte mir zum Beispiel 5 kleine Wohnungen damals gekauft. Zu je 20.000 Eigenkapital, ja, überall 20.000 Eigenkapital, den Rest, die 80.000 plus halt die Kaufnebenkosten noch, sagen wir 10.000, fremdfinanziert. Und wenn ich das Ganze klug austariert habe, ja, nämlich, dass der Mieter mir den Zinsen zahlt für den Kredit, die Tilgung zahlt für den Kredit, die Steuern zahlt, die natürlich anfallen für den Kredit, vielleicht sogar noch einen Cashflow darüber hinaus beschert, ja, muss es nicht zwingen, dann habe ich nach ca. 25 Jahren 5 abbezahlte Immobilien, die waren vorher beim Einkauf 100 wert, jetzt haben wir auch verdreifacht, vervierfacht, jetzt ist jede der 5 Immobilien, noch einmal pauschal, Globalbetrachtung, rein hypothetisches Beispiel, 300.000 bis 400.000 wert. Das heißt, auf der Aktienseite habe ich mein Vermögen verdreifacht, vervierfacht, auf der Immobilienseite auch. Nur bei den Aktien habe ich 300.000, 400.000. Und bei den anderen habe ich 1,5 bis 2 Millionen. Und das ist die Magie der Immobilie. Und deswegen, also ich kann nur jedem empfehlen, der sich noch nicht mit dem Thema Immobilieninvestments auseinandergesetzt hat, anfangen. Ja. Du hast das super zusammengefasst, auf viele Beispiele. Ich glaube, das muss man sich ein paar Mal anschauen. weil du sehr, so einfach formuliert. Sehr, sehr viele Learnings. Ich finde, allein das Learning, wenn man das nur rauszieht, das haben wir, da gibt es eine eigene Folge, vor 1 Jahr, 2 Jahren auch gesagt, und da bin ich genau bei dir, dass man sagt, einfach einmal eine Immobilie zu haben, das heißt, für alle, die sich das anschauen, einfach einmal für die, wenn man mal älter ist oder selber einmal drinnen wohnt, da hat man nur die Betriebskosten, vereinfacht gesagt, einmal zu zahlen, aber die Nebenkosten nicht. Das heißt, die Altersarmut wird ja immer stärker und da bin ich ein Fan, beziehungsweise noch besser ist natürlich, wenn man 2, 3 Immobilien hat, dann schaut es im Alter noch besser aus. Aber ich kenne auch das Gegenteil, muss ich auch sagen, Leute, die
auf einem Wochenendseminar waren und auf einmal drei GmbHs haben und zur Bank gehen und die Bank sagt, ja, finanzieren wir nicht, die GmbH ist leer und am Seminar war das alles noch viel einfacher und dann auch Immobilie drin haben in drei GmbHs, das habe ich auch schon erlebt. Das heißt, leider, ja, die kenne ich auch. Also das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, du hast das jetzt nicht direkt angesprochen, aber das ist die Steuerangst des Österreichers, der Österreicherin. Keiner will Steuern zahlen und dann wird einem suggeriert, ja, du musst dich mir über GmbHs schützen und das ist steueroptimiert und so weiter. Das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Ja? Aber es wird jungen Leuten, die im Angestelltenverhältnis sind, suggeriert, du musst eine GmbH haben. Am besten noch eine Holding, eine Buy-and-Hold GmbH, eine Fix-and-Flip GmbH. Aber das, was viele, die machen das dann auch, das kostet viel Geld. Erstens die Gründung der Gesellschaften. Das Problem ist, was die nicht haben, sind Objekte. Weil die Banken das dann nicht finanzieren. GmbH ist wieder ein anderes Paar Schuhe, also wenn ich privat die ersten zwei, drei kaufe. Und da warne ich schon auch davor. Also kaufst du mal ein, zwei, drei kleine Wohnungen, mit dem kann man am wenigsten falsch machen. Ja? Weil je kleiner die Wohnung, desto höher die Rendite. Ja? Genau. Du hast extrem viele, du hast in Österreich aktuell 1,4, bald 1,5 Millionen Single-Haushalte, das heißt hohe Nachfrage. Und im Worst Case kriegst du so eine Wohnung auch wieder ganz, ganz schnell und im Regelfall auch teurer verkauft. Genau so ist es. Also da bin ich ganz bei dir. Ich wollte es jetzt nur ein Beispiel nennen, weil ein paar habe ich schon kennengelernt und dann wundern sie sich, warum sie auf einmal eine Bürgschaft und Co. unterschreiben müssen. Aber wenn in der GmbH nichts drin ist, ja, das war dann am Seminar dann doch nicht erklärt. Risiken, das heißt als Risiko, das heißt, wenn ich in Immobilien investiert bin, was würdest du sagen, was für Risiken hast du, was für Risiken gibt es, auf was sollte man aufpassen? Das ist eine sehr gute Frage, weil über die Risiken reden die wenigsten, die sogenannten Immobiliengurus, da ist alles immer nur, du musst mit den Adlern fliegen und darfst nicht mit den Hühnern picken und du brauchst ein Vision Board und der Lambo muss über dem WC hängen und lauter so Blödsinn. Ne? Ein Investment per se ist einmal risikobehaftet. Eine Rendite ist eine Risikokennzahl. Ja? Die Leute sprechen ja immer von Cashflow und Rendite. Die reden meistens von einer Ist-Rendite, die reden auch meistens von einer Brutto-Mietrendite. Ja? Die wissen dann die meisten gar nicht, was ist eine Netto-Mietrendite, beziehungsweise ich bemühe auch gern den Begriff nachhaltige Rendite, den haben die wenigsten gehört. Ja? Aber um auf den Punkt zu kommen, Rendite, je höher die Rendite, ja, die sagen immer, ich brauche die höchste Rendite, ich brauche mindestens 6, 7, 8%. Je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Die Risiko des Leerstandes, die Risiko des Wertverfalles, des Mietausfalles etc. Ja? Und dann ist es eigentlich ein logisches, dass ich sage, ich habe in Wien eine andere Rendite, wo hohe Nachfrage, wo hoher Zuzug ist und so weiter, als beispielsweise im Südburgenland. Das kann beides gut funktionieren. Das nicht falsch verstehen. Ich kann genauso im Südburgenland gut funktionieren, aber nur, wenn ich mich auskenne. Ja? Das heißt, das größte Risiko ist, wenn man blind irgendwo investiert, nur weil man am Papier glaubt, die höchste Rendite zu bekommen, sich dort aber nicht auskennt. Deswegen mein Rat, Qualität vor Quantität. Investiere dort, wo du dich auskennst. Geh zu Stammtischen, hör ehrliche, authentische Podcasts, wo sich die Leute auch sensibilisieren. Also das ist eines der wichtigsten Themen oder Aufgaben, die ich mir gemacht habe, ist die Risikosensibilisierung. Dass man die Leute wirklich bei der Due Diligence, du musst ja eine Due Diligence bei der Objektprüfung machen, ja? Technisch, rechtlich und ökonomisch. Nicht immer nur rechnen, du musst auch anschauen, rechtlich, wie darf ich das vermieten? Ja? Welcher Mietzins kommt zur Anwendung? Und so weiter. Technisch, was sind eigentlich die technischen Vorgaben vom Gesetzgeber her? Wie schaut es aber auch so allgemein aus? Stichwort jetzt in die Zukunft gerichtet, Energiekennzahl. Ja? Das ist ein Riesenthema. Und dann natürlich ökonomisch, das muss ich rechnen. Dann ist die Frage, mit welchem Fremdkapitalhebel gehe ich rein? Wie finanziere ich? Variabel oder fix? Wenn mich momentan einer fragt, variabel oder fix? Naja, was sage ich drauf? Es ist wie beim Twini. Nimmst du entweder das Orangene oder das Grüne, das, was da besser schmeckt. Da gibt es keinen Best Advice. Der einzige Advice ist, wenn ich sage, okay, ich möchte mich mit dem Thema nicht beschäftigen, ich möchte ruhig schlafen, ich kann mir die Rate langfristig leisten, naja, dann nehme ich einen Fixzins. Wenn ich aber sage, ich möchte flexibel bleiben, ich möchte auf Marktschwankungen
eingehen. Ich möchte variabel, kommt eh schon das Wort, bleiben, weil ich möchte vielleicht auch wieder verkaufen können und so weiter. Naja, dann liegt es eigentlich eher auf der Hand. Aber es gibt niemanden, der weiß, wie sich die Zinsen entwickeln. Und jeder, der sagt, der weiß es, wie es sein wird, der ist ein Scharlatan. So ist es. Also da will ich auch einhaken. Du hast das eh super gesagt. Ich kenne auch Leute, die haben sich auch irgendwo was angeschaut und kommen mit Listen und bewerten 10 Jahre irgendeine Immobilie. Und die rufen mich jedes Jahr an und sagen, du, jetzt habe ich was gefunden, ich glaube, das ist gut. Ja. Und die haben noch immer keine Immobilie gekauft. Das heißt, ich glaube, dass diese Kennzahlen schon wichtig sind, aber ich glaube, das Wichtigste ist, das vergessen oft viele, ist das Tun, einfach zu machen. Und auch wenn der Cashflow, bin ich der Meinung, wenn das jetzt um 50 Euro, 100 Euro sich nicht ausgeht, was ich im Hintergrund habe, das ist eine Immobilie, die in 20, 25 Jahren mehr wert ist und mit ein paar Mieterhöhungen wird sich das wieder ausgleichen. Das heißt, nur weil es in der Excel-Liste jetzt um 50 Euro, nur als Beispiel, nicht hinhaut, habe ich alles schon erlebt, wo Leute mir wirklich jedes Jahr, also keine Geschichte, wahre Geschichte, und die haben noch immer nichts gekauft, gell? Die haben meinen Kontakt eingespeichert seit 3 Jahren und schauen das perfekte Objekt, die perfekte Immobilie. Das ist wie in einer Beziehung oder in einer Ehe. Es gibt nicht den perfekten Partner, die perfekte Partnerin, man muss Kompromisse machen. Und es gibt auch nicht die perfekte Immobilie. Und ich sage immer, die erste Immobilie ist nicht die beste, ist aber die wichtigste, weil du einmal in diesen Kreislauf reinkommst, diese ganzen Prozessschritte durchexerzierst. Ich sage immer ganz pauschal, ich kenne auch diese Excel-Ritter da, die alles zu Tode exceln. Die Amerikaner sagen Analysis Paralysis, dieses Überanalysieren, ja, alles zu Tode rechnen und dann, ui, ich habe minus 10 Euro im Cashflow stehen, das kann ich nicht kaufen. Ich sage immer, das kannst alles in Mistkübel werfen, weil das ist nach den ersten Monaten, schaut das eh ganz anders aus. Was wichtig ist, grundsätzlich muss sich jeder entscheiden, bin ich Cashflow-Cowboy oder Vermögensritter? Wenn ich Cashflow-Cowboy bin, ja, dann muss ich in die weiteste, hinterste Prärie reiten auf der Suche nach hohen Cashflows. Das ist aber eine lange Reise, das kann holprig sein, das kann gefährlich werden. Wenn ich Vermögensritter bin, dann stehe ich fest dort, wo ich verankert bin, da in meiner Rüstung drinnen, dort, wo ich mich auskenne, ich brauche mich nicht viel bewegen, dort investiere ich. Für den Vermögensritter ist nicht der Cashflow so wie für den Cashflow-Cowboy wichtig, sondern zwei Faktoren. Die Tilgung. Du wirst ja reicher und das ist, wo ist die Kamera? Was ist wichtig bei einer Immobilie, wenn ich in einer guten Lage, in einer A-Lage investiere? Tendenziell, keiner hat eine Glaskugel, aber tendenziell, wir leben in einer inflationären Welt. Wien als Beispiel wächst stetig, Demografie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, der Preis geht nach oben. Das heißt, Wertsteigerung ist für den wichtig zum einen, plus die Tilgung zum anderen. Der Mieter tilgt mir den Kredit ab. Und dieser Gap, der wird immer größer und das ist mein Vermögensaufbau. Wenn ich das Geld nicht unmittelbar zum Verkonsumieren brauche, dann ist das Wichtigste, gut langfristig und nachhaltig zu investieren, weil da zahlt sich die Immobilie immer aus. Perfekt. Das heißt, das, was wir auch gesagt haben, da hast du jetzt kurz eingegriffen, aber da würde ich das nochmal aufgreifen, die Finanzierung. Mhm. Das heißt, wie war die Finanzierung, ich sag, wo du begonnen hast mit dem Ganzen? Wie ist es jetzt? Auf was legst du jetzt Wert? Beziehungsweise wie finanzierst du aktuell? Das heißt, auf was schaust du? Das hat sich natürlich auch gewandelt über die Zeit. Also für mich war, wie für viele am Anfang, wo ich noch nicht so erfahren war, immer der Zinssatz das Wichtigste. Ja? Mhm. Und da sprechen ja auch die Leute von unterschiedlichen Zinssätzen, weil die vermischen den Nominal- oder Sollzinssatz immer mit dem Effektivzinssatz. Ja? Also das war für mich immer wichtig. Mittlerweile sind andere Dinge wichtig, nämlich kann ich mit der Bank groß werden, wachsen, wie flexibel ist die Bank, wie kann ich mit der Bank auf gewisse Marktgegebenheiten, Schwankungen etc. reagieren. Und was bei mir eigentlich das Resultat war, also ich bin ein großer Verfechter, da gibt es unterschiedliche Theorien, ich bin ein großer Verfechter der Ein- bis Zwei-Banken-Strategie. Ja? Mhm. Das heißt, ich arbeite in der Regel wirklich nur mit einer Bank zusammen, aktuell sind es zwei, gut, Deutschland drei. Mhm. Es gibt aber auch andere, ich kenne andere Investoren, die sagen, okay, ich gehe überall hin und schaue, wo ich den besten Tarif bekomme, beziehungsweise ich muss dann zur nächsten Bank gehen, weil bei der einen Bank bin ich quasi oben hin raus finanziert. Das hat alles Vor- und Nachteile. Was sich aber für mich erwiesen hat, ich will ein Name sein bei der Bank und keine Nummer. Ja, und das ist jetzt auch in Zeiten wie diesen, gibt es Statistiken der Nationalbank, die sagen, 47% der Österreicher sind variabel finanziert. Da gibt es einige, die haben jetzt schon begonnen zu schwitzen, beziehungsweise sind schweißgebadet.
Und dann muss man natürlich Lösungen finden, Überbrückungssolutions schaffen. Und die kann man natürlich viel, viel einfacher, entweder wenn man einen guten Finanzierungsberater hat oder wenn man einen guten direkten Kontakt zur Bank hat und nicht irgendeine Nummer ist, beziehungsweise das Hinterzwerg von links. Ja, auf jeden Fall. Der Trend, das heißt, du hast das auch vorhin auch gesagt mit der Finanzierung, der Trend, wo geht der hin? Schwierig zu sagen, weil die letzten Jahre hat es viele Experten gegeben, aber was sagst du als jemand, der schon länger im Immobilienbereich tätig ist? Was kann passieren, wohin geht's? Also was passieren kann und wohin geht's? Bezüglich Zinssatz oder? Zinssatz, Markt, Immobilien. Ja. Naja, im Allgemeinen, wenn wir jetzt einmal beim Thema Zinsen bleiben und Finanzierung. Also was Faktum ist, aufgrund der GIM-Verordnung im privaten Sektor, du brauchst mehr Eigenkapital. Ja? Du brauchst mehr Eigenkapital, du brauchst eine viel bessere Haushaltsrechnung, sprich Bonität. Ja? Weil du musst halt die Kriterien 90% Loan-to-Value, du musst 40% Schuldendienstquote und so weiter erreichen. Und das ist natürlich sehr, sehr erschwert durch die hohen Zinsen. Mhm. Ja? Wo die Reise hingeht, also keiner weiß es. Ich sage halt immer nur, und das ist meine Lessons learned, in der Vergangenheit haben die sogenannten Experten immer gesagt, ja, wie ich begonnen habe, festschreiben die Zinsen, weil die können nicht weiterfallen. Dann sind sie weitergefallen. Mhm. Dann haben sie gesagt, ja, jetzt festschreiben, weil Negativzinsen, das gibt es, das ist unmöglich, das hat es noch nie gegeben, das kann es gar nicht geben. Was ist passiert? Sie sind negativ geworden. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, die Zinsen können nie wieder steigen, wir werden ähnlich wie in Japan jahrzehntelang ein Niedrigzinsniveau haben, weil sonst zerreißt die EU, die Italiener verschlucken ihre Spaghetti und was auch immer. Ja? Was passiert? So schnell wie nie zuvor gestiegen. Ja? Also es ist eigentlich, wenn ich das so rückwirkend betrachte, immer anders gekommen. Jetzt sagen alle, wir werden sehr, sehr lange auf einem hohen Zinsniveau bleiben. Naja, wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle und schaue, was in der Vergangenheit passiert ist, ja, muss jeder selber sich ein Bild daraus machen. Was Faktum ist, was sich sehr, sehr stark verändert hat, ist, dass die Konkurrenz am Markt geringer geworden ist. Ja? Mhm. Weil in den letzten Jahren hat eigentlich jeder finanzieren können. Also es haben teilweise die Leute 110% Finanzierungen bekommen und so weiter und so fort. Man muss natürlich auch differenzieren, bin ich eine Privatperson oder eine juristische Person? Das ist auch ein ganz, ganz anderes Spiel mit anderen Kriterien, anderen Risikoaufschlägen. Das muss man auch beachten. Dafür hast du zum Beispiel so Strategien und Techniken wie eine Ballonfinanzierung, die natürlich für einen Investor sehr interessant sein kann, die in der GmbH möglich ist, im Privatbereich leider in der Vergangenheit war, aber meines Wissens macht das, glaube ich, gar keine Bank mehr aktuell. Und es gibt aber verschiedenste Finanzierungstechniken, da bist ja du auch der absolute Profi. Also ich zum Beispiel, was sich bei mir geändert hat und Lessons learned sind, ich mache am Anfang, wenn ich was kaufe, immer eine tilgungsfreie Zeit. Manche Banken auch eine zinsfreie Zeit. Die schenken dir die Zinsen klarerweise nicht, die werden dir hinten angerechnet. Aber so kannst du mal, wenn du zum Beispiel Sanierungen hast oder Anlaufkosten hast, die dadurch kompensieren, dass du im ersten Jahr zum Beispiel keinen Kapitaldienst bedienen musst. Ne? Und das sind so kleine, einfache Techniken, die schon ganz wirksam sind, bis hin natürlich mit der Bank auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man wirklich strategisch wachsen will, braucht man ein kluges Konzept. Man braucht einen klugen Banker oder klugen Finanzierungsberater, der dieses Konzept versteht und auch mit dir in die Zukunft weiter trägt. Ja. Auf jeden Fall. Also das war viele Learnings macht man ja selber beim Machen. Und ich kann mich erinnern, bei meiner ersten Finanzierung, da haben wir gedacht, 2 Monate wird ja reichen für den Umzug und die eigene Immobilie. 2 Monate tilgungsfrei. Und was ist passiert? Das heißt, die Immobilie war noch nicht fertig, weil da haben wir saniert und so weiter. Und auf einmal im 3. Monat habe ich doppelt zahlen können. Das heißt, die Miete und die Zinsen, also der Kredit hat schon begonnen. Und das war sehr Learning, das ich dann für die nächsten Finanzierungen mir mitgenommen habe. Das heißt, um den 1-2 Monate kommt es nicht drauf an, auf 30 Jahre, wenn man finanziert. Nein, oder 35. Überhaupt nicht. Aber dieser 1-2 Monate, wenn sie das überschneidet und man dann vielleicht anders kalkuliert, vielleicht die Küche und dann dort und bei der Sanierung irgendwas, das kann dann schon, das merkt man sich länger. Genau, und die größte Lessons learned, was ich gehabt habe, ist gleichzeitig mein allergrößter Fehler. Ich war nämlich gierig in der Vergangenheit. Und Gier ist der schlimmste Feind, das ist das größte Risiko, nämlich, wenn man nochmal auf dem
das Thema Risiko. Größte Risiko ist die Gier. Mhm. Ja? Und was war mein größter Fehler? Ich war gierig. Was heißt das? Rückwirkend ist man immer gescheiter, ne? Ist eh klar. Aber man muss sich mal vorstellen, der Zins war negativ. Der Zins war negativ. Wieso habe ich nicht alles, was geht, bis in alle Ewigkeit fix finanziert? Ja. Warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich gierig war, weil variabel günstiger war damals. Jetzt ist es ja teurer, der Variable aktuell. Ne? Damals war der Variable günstiger und ich habe gesagt, na schau, ja, ich bin so gescheit und so toll, ich habe 50 Euro mehr Cashflow bei dieser irgendeiner 0815-Wohnung. Ja, jetzt bin ich minus 250, ne? Variabel. Wobei ich habe andere Techniken, ich habe das mittlerweile strukturiert, das Variable-Portfolio. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich war doch intelligent genug, ich habe ca. 80% meines Portfolios fix finanziert. Mhm. Na super. Ja, das ist, wenn man so viele Einheiten hat, ist nicht ganz gut. Ja, sonst wäre es sonst muss ich sagen, wenn ich alles variabel hätte, da hätte ich Themen jetzt. Ja. Definitiv. Also ich habe das ein oder andere Gespräch mit dem ein oder anderen und ja, das ist schon natürlich ganz knackig, wenn die Mieteinnahmen 50.000 sind und früher sieht das alles ausgegangen sind, aber auf einmal die Zinsen und alles 60.000 sind, ja, schaut es ganz anders aus. Bei einer Wohnung mit 100 Euro Defizit ist was anderes, als wenn ihr natürlich ein größeres Portfolio habt. Mhm. Das muss auch irgendwo rein. Und da schaut es schon ganz anders aus. Was dann auch für die Finanzierung, muss man sagen, natürlich eine Challenge ist, weil die Bank finanziert kein Verlustgeschäft. Das heißt, das muss man dann darstellen, dass das natürlich für die Bank irgendwo das Geld herkommt oder sie auszahlt. Anderes Thema, würde den Rahmen sprengen. Sehr cool, danke für deine Learning. Ferienimmobilien. Das heißt, ich habe immer wieder mal geschaut, Ferienimmobilien, ich habe immer coole Ideen. Wie stehst du zu dem Thema Ferienimmobilien in Österreich? Hast du da Erfahrung? Mhm. Wenn ja, was kann man machen? Also Ferienimmobilien, das wird halt, das ist so wie alles. Das ist so wie Dubai-Immobilien, das ist so wie alles andere Hochglanzprospekt und wird alles toll mit Renditeerwartungen und so weiter. Also wenn man sowas kriegt, dann weiß man schon, bitte genau hinschauen. Ich habe selber, mache teilweise Kurzzeitvermietung auch, aber ich habe zum Beispiel auch in der Südsteiermark eine Ferienimmobilie. Ich habe auch was am Neusiedlersee, das benutze ich allerdings nur selber, das vermiete ich nicht. Das in der Südsteiermark ist mein Seeleninvestment. Ja? Mhm. Was ist ein Seeleninvestment? Ich nutze es leider selten, aber manchmal auch selber. Das heißt, tut in der Seele gut. Gleichzeitig ist es aber ein Investment, weil ich es vermiete und dadurch natürlich, ich habe das nicht bar aus der Tasche bezahlt, sondern klarerweise finanziert, sich da eben wieder Vermögensritter. Ne? Das heißt, durch die Mieteinnahmen kann ich den Zins bedienen, die Tilgung, Vermögensaufbau und vermeintlich eine Wertsteigerung, weil Südsteiermark, sagt man, Toskana Österreichs, sehr bekannt für die Weißweine, unglaublich schöne Landschaft, kann man super Mountainbiken gehen. Und also wenn man das rein investmenttechnisch betrachtet, muss man natürlich auch viele rechtliche Dinge beachten. Darf man das überhaupt? Hat das eine Ferienwohnungswidmung? Ja, aber das gibt es in vielen, zum Beispiel Fällen oder so, wird sowas gar nicht mehr verteilt, aber trotzdem verkaufen die Bauträger. Also da auf der rechtlichen Ebene muss man einiges natürlich im Vorfeld abklopfen. Und dann ist halt das große Thema ist erstens Auslastung. Zweitens Outs. Es gibt natürlich genug Agenturen und so weiter, aber die fressen 20%, 25%, 30%. Und dann muss man sich einmal ehrlich, nicht in die Tasche lügend, das kalkulieren, bleibt mir da am Ende des Tages überhaupt was übrig? Mhm. Und das dritte ist die Abnutzung. Mhm. Ja? Und das vierte, das kann man nicht. Es gibt für alles mittlerweile Tools, KIs, alles kann man schon systematisieren, außer den Faktor Mensch. Mhm. Ja? Wenn der Mensch, also ich kann unzählige Beispiele, die schon passiert sind, zum Beispiel eine in der Südsteiermark eine Mieterin, also ein Gast, hat hoch aufgeregt angerufen und geschrieben, ja, es ist eine Maus im Apartment. Ja? Habe ich gesagt, naja, Haustiere sind nicht erlaubt, also wenn sie Haustiere mitbringen, kostet das extra. Ja? Nein, aber es können 100.000 Dinge passieren. Ja? Als einfaches Beispiel, das geht kaputt, das geht verloren, das wird abgenutzt, der Abfluss ist verstopft, das Wasser geht über, rinnt raus, ein Parkett zerstört, ein Parkett, was auch immer. Es gibt 100.000 Fälle, die du nicht systematisieren kannst. Ja?
Die Leute lesen nicht die Check-in-Instructions. Ja, ganz einfache Dinge. Die können nicht, wollen nicht, wissen nicht. Und das bedeutet, aber was ist das Ergebnis daraus? Das bedeutet natürlich, es kannst du eine Agentur geben, die kümmert sich drum. Die Frage ist immer, macht die Agentur das mit dem Engagement, mit dem Eifer, weil in der Kategorie lebst du von Bewertungen. Mhm. Ja? Die meisten sagen, ja, ich habe für alles eine KI. Ja, aber eine KI, das merkt man, wenn eine KI antwortet. Das kann man sehr spezifische, spitze Fragen, da kann keine KI in der Regel darauf antworten, dann kriegst du schlechte Bewertungen. Und auch wenn die Agentur schlechte Bewertungen, wenn du es selber machst, deine Zeit. Und das ist der Punkt, um das abzuschließen, die wenigsten rechnen ihre eigene Zeit mit rein. Wenn ich mir zum Beispiel einen Unternehmerlohn in diese Kalkulation einrechnen würde, schwierig. Am Tagesende, auch langfristig betrachtetes Investment, also wie gesagt, Sales-Investment in Kombination, wenn man das gerne selber nutzt und wenn man auf die Wertsteigerung spekuliert, dann vor allem in Regionen, wo dann nichts mehr gebaut wird und keine Widmung in dem Ausmaß, kann das natürlich schon ein sehr interessantes Investment auch im Hinblick auf die Wertsteigerung sein. Ja? Also, wenn du mich fragst, bin ich ein absoluter Fan davon? Nein. Okay. Weil du es gerade angesprochen hast, welche Tools, Ressourcen, welche Sachen nutzt du selber für deine Immobilien? Ganz viele. Also, angefangen, eins habe ich erwähnt, mit ImmoCloud. Ich benutze ImmoService, um zum Beispiel Kaufverträge, Grundbuchauszüge und Vergleichswertverfahren zu machen, aber teilweise auch wirklich in Österreich kann man ja ins Grundbuch reinschauen. Ich kann mal verbücherte Kaufpreise vergleichen und sehen. Dann verwende ich Sold teilweise als Metasuchmaschine. Ich verwende JustImmo als Maklersoftware. Ich verwende Smoobo als Channel Manager für die Ferienvermietung, um Booking und Airbnb zu verknüpfen. Ja, das waren eh schon ein paar. Okay. Gibt sicher noch andere. Also Price Hubble zum Beispiel verwende ich auch. Ja. Price Hubble, um sehr, sehr schnelle Bewertungen zu machen von Objekten. Ja. Vielleicht fallen wir noch ein, zwei ein. Ja, also okay. Doch schon. Also du verwendest es schon, um dir da helfen zu lassen, sozusagen, ja, weil sonst wird es schon viel länger dauern. Also wir verwenden auch Price Hubble bei den Finanzierungen. Ist natürlich mit ein paar Klicks hast du es relativ schnell. Ja, cool. Langfristig, das heißt deine langfristigen Ziele. Das heißt, wir haben jetzt geredet, die letzten Jahre, die letzten 14, 15 Jahre, was sich bei dir getan hat. Wie schaut die Zukunft aus? Wo ist der Paul in 15 Jahren? Das heißt 55, oder? Oder von dem jetzt? Ja, 57. Ja. 57, Entschuldige. Mathe war nie meine Stärke. Das heißt, mit 57, wo siehst du dich da? Wie willst du zurückblicken? Was ist passiert in den nächsten 15 Jahren? Deine Ziele? Ja, also ich habe mich zum Beispiel verabschiedet von dem Thema ewiges Wachstum. Ja, ich war in einer Wachstumsphase. In der Wachstumsphase muss man Risiko nehmen, muss man hochleveragen. Das habe ich gemacht. Ich bin in einem Bereich angekommen, wo ich sage, okay, brauche ich einen Lamborghini, brauche ich einen Hubschrauber oder brauche ich Zufriedenheit? Will ich, dass ich Zeit mit meinen beiden wundervollen Töchtern verbringe, dass ich reisen kann, dass ich das machen kann, was ich möchte? Quasi können, aber nicht müssen. Und da habe ich für mich entschieden, dass Zweiteres viel, viel besser ist. Trainieren gehen, am See fahren, Fahrrad fahren, mit dem Kinderwagen spazieren gehen, reisen, Zeit mit der Familie verbringen, dass das viel, viel wertvoller ist als ein Lamborghini oder irgendein, ich esse keine Austern oder irgendwas anderes. Ich sage immer, ich kann nur zwei Schnitzel maximal am Tag essen, eins wäre momentan besser aufgrund meiner Statur. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Message. Also die meisten denken immer, ja, ich muss Millionär werden, ich muss groß. Ja, soll jeder machen, ist alles schön. Also mit Immobilien kann man auch relativ, sorry, dass ich das so sage, aber wenn man es klug macht, kann man relativ schnell sogar Millionär werden. Ja. Aber man muss dann für sich selber eruieren, was ist wichtig. Ne? Und auf der Strecke des Erfolges bleibt doch sehr, sehr viel links liegen. Familie, Zeit, Freunde etc. Ja, und da ist mein Fokus eigentlich auch schon von einiger Zeit. Also ich habe für mich damals war das Projekt bedingungsloses Grundeinkommen. Ich nenne das Endgegnerstrategie.
Das habe ich für mich umgesetzt und damit gehe ich eigentlich aktuell auch sehr, sehr entspannt an das, an das Thema ran. Und ja, in 15 Jahren ist mein großes Ziel, dass ich sehr, sehr viele Menschen zumindest inspiriert habe über die verschiedenen Kanäle, die ich bespiele, mit Stammtisch, mit Podcast, über Immocation, aber natürlich auch im One-on-One. Dass ich da so dieses Thema Immobilieninvestment und allgemein Finanzbildung so ein bisschen breiter in Österreich gemacht habe, dass die Familie klarerweise gesund ist und fleißig ist, sich vielleicht für Immobilien interessiert. Ja, ansonsten, ich habe jetzt das Einzige, was ich gern noch machen würde, ist einmal mit der Harley durch Amerika fahren, und aber auch nur ausborgen, nicht kaufen. Und das andere fällt mir jetzt, was wollte ich noch machen? Das fällt mir jetzt nicht einmal ein. So wichtig kann es nicht sein. Route 66. Genau, die Route 66. Ja, und ja, die World Series of Poker möchte ich auch einmal spielen. Okay. In Las Vegas. Aber das sind so Kleinigkeiten, das sind halt nur so kleine Dinge. Aber viel, viel wichtiger sind andere Dinge, ja, dass man wirklich Zeit hat. Und Zeit ist, glaube ich, einer der wesentlichsten Faktoren in diesem ganzen Immobilienwahnsinn, den die Leute komplett ausklammern. Und dann kommt es zu Spannungen. Ich glaube, was sehr, sehr relevant ist, ist, wie kann ich dieses Spannungsfeld aus Beruf, Familie und Immobilie miteinander vereinen. Mhm. Und wer das gut schafft, der geht, glaube ich, ganz gut und entspannt durchs Leben. Und das ist nicht einfach, definitiv nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, überhaupt in der heutigen Zeit, also du bist ja schon sehr reif, sage ich jetzt einmal, also jetzt an Wissen und an Erfahrungen, Fallobst. Aber ich glaube, es ist... Kann man schon Marmelade aus mir machen. Erst vor kurzem gehört, dass die jungen Leute sehr abhängig sind, also vom Telefon, allein wenn es piepst, dass du immer drauf schaust. Und natürlich dieser Vergleich, so wie es das du jetzt gesagt hast, man vergleicht sich, das ist ja, glaube ich, auch schwierig, weil auch im Immobilienbereich, so wie du sagst, gibt es Leute, die sehr erfolgreich sind. Und wenn du mit denen zu tun hast, da bist du natürlich... Ja, vergleichen, man sollte es nicht, aber es ist natürlich schon eine Kunst, um zu sagen, eigentlich habe ich genug, gell? Weil es geht ja vielen so, dass sie genug haben, aber ja. Nein, das ist eine große Kunst, weil viele stellen sich natürlich, ich weiß auch, dass sich viele als mehr darstellen, als sie tatsächlich sind, das ist einmal der eine Punkt, und man muss halt realistisch bleiben. Natürlich, die Leute werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich orientiere mich lieber an einen. Aber Faktum ist, und das werden jeder, der sich nicht in die Tasche legt, wird sehen, die wenigsten, die allerwenigsten werden massive Immobilienmillionäre, Milliardäre und so weiter. Ja? Also mit Portfolien, was auch immer, die wenigsten. Und ich glaube, wenn man irgendwann einmal den Punkt erreicht hat, dann ist Zufriedenheit, Simplicity, Vereinfachung des Lebens viel, viel relevanter weg von dem, von der Abhängigkeit, was du erwähnt hast. Also ich beneide zum Beispiel meine zwei Töchter nicht, die wachsen in einer Welt auf. Ich habe damals kein Handy gehabt, wir sind rausgegangen, wir haben Fußball gespielt, stundenlang, ich bin ohne dem Handy aufgesucht. Es vereinfacht klarerweise viele Dinge. Aber auf der anderen Seite, die Kinder sind so abhängig von dem. Das ist so, wie der Hans Krankl gesagt hat. Der Hans Krankl hat jetzt in einem Interview gesagt, meine Enkelkinder, die reden wie Piefke. Ja, warum? Weil die ganzen deutschen Übersetzten YouTube-Sachen anschauen, und das macht meine Tochter genauso. Und ich glaube, dass man so wieder Tradition, Werte, ich mag das auch gern, auf dem Kirtag gehen, aufs Weinlesefest, Lederhosen und so weiter. Ich glaube, gemeinsame Zeit ist mehr wert, als dass ich in irgendein Lambo einsteige oder sonstiges. Für mich soll sich bitte jeder selber überlegen. Die meisten werden aber irgendwann einmal zu dem zurückkehren. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht als Abschluss noch zwei Fragen, Paul. Das eine ist, dein erfolgreichster Immobiliendeal oder Immobilienprojekt, sagen wir mal so, was würdest du sagen, was war das oder was war das Learning draus? Das Learning? Boah, das ist eine schwierige Frage. So schwierig habe ich noch nie gekriegt. Also was der erfolgreichste war, das ist natürlich auch, liegt im Auge des Betrachters. Ja, beim Immobilienhandel, das ist ja meine Spezialität, ich nenne das Wisch und Weg. Das bedeutet, ich versuche unter Marktwert einzukaufen, die Kaufnebenkosten zu reduzieren und dann natürlich durch
Bedarfsanalyse, gezielte, intelligente Vermarktung, das Ganze wieder wegzuschieben. Ja, ich sage das immer ein bisschen provokativ, das Ganze über Sicherheiten im Hintergrund finanziert, das heißt 0 Euro Einsatz von Eigenkapital, 0 Schraubenzieher ist gleich Gewinn. Das hat in den letzten Jahren in dieser Boomphase sehr, sehr gut funktioniert, momentan hochgefährlich. Risiko, Achtung, momentan hochgefährlich. Geht natürlich noch, aber nicht mehr so in der breiten Masse. Ich möchte es vielleicht anders beantworten. Ich glaube, das, was viele, das werden wahrscheinlich die meisten, die sich über das Thema Immobilien interessieren, noch nie gehört haben. Was ich als erfolgreich erachte, ich schaue mir einmal im Jahr oder so, schaue ich mir mein Portfolio an und schaue mir an, wie viel haben mir meine Mieter getilgt und wie viel ist durch eine natürlich rein hypothetische angenommene Wertsteigerung mein Vermögen gewachsen. Das heißt, zum einen durch die Wertsteigerung, zum anderen durch die Tilgung. Ne? Und wenn man sich das anschaut, das kann jeder auch machen, der 3, 4, 5 hat. Die meisten schon immer nur an Cashflow und Rendite. Aber wenn ich mal anschaue, jetzt sage ich mal, ich habe Beispiel 5 Wohnungen. Ja? Ich habe 1 Million Schulden drauf. Ich habe eine durchschnittliche Tilgung von 3%. Dann bin ich durch die Tilgung 30.000 Euro. Und jetzt sagen wir mal, die Immobilien sind 2 Millionen wert. Also nehmen wir mal an, 3%, 60.000 Euro. Das heißt, ohne dass ich wirklich was gemacht habe, unter Anführungszeichen, bin ich in dem Jahr um 90.000 Euro mit 5 Immobilien reicher geworden. Und dann, wenn ich mir sowas anschaue, das fühle ich mich immer ganz okay. Und das ist vielleicht einmal Aufruf, schaut einmal auf solche Kennzahlen auch, nicht immer nur auf Cashflow und so weiter. Natürlich, Wertsteigerung ist rein hypothetisch, wenn nicht realisiert und versteuert, gar keine Frage. Aber die Tilgung ist reiner Vermögenaufbau. Ja, ja. Das ist Ihnen das immer so einen umgekehrten Sparplan. Das heißt, das motiviert mich dann. Das heißt, so zu sparen hat mich nicht so wirklich motiviert, so 100 Euro, 50 Euro zur Seite zu tun. Aber das, wenn die Kredite dann weniger wert werden, und witzigerweise mache ich das sogar am Ende des Jahres, das heißt, ich schaue mir das an und dann merke ich, wow, das ist immer weniger wert geworden. Das macht irgendwie Spaß. Ja, also da bin ich eher motiviert. Vielleicht bin ich ja motiviert, dass ich es tun muss, sonst würde die Bank anrufen, wenn ich es nicht mache. Ja, finde ich sehr cool. Vielleicht als Abschluss, welche Weisheit, welchen Ratschlag willst du mitgeben im Immobilienbereich, bevor wir das Interview schließen? Soll ich das mit einem Satz beantworten? Puh, du kannst da mehrere verwenden. Ich habe einen lustigen Stehsatz. Du hast nur ein Problem mit Immobilien, nämlich wenn du keine hast. Ja, aber um es auf den Punkt zu bringen, also mein Ratschlag ist, beschäftigt euch mit dem Thema Immobilien als Assetklasse, als Altersvorsorge. Ich glaube, es tut jedem Portfolio gut und ich habe es auch versucht, kurz darzustellen, schaut es euch gerne öfter an, wie dieser Leverage-Effekt, dieser Fremdkapitalhebel seine Magie entfaltet über die Langfristigkeit hinaus. Ne? Schnell Geld machen mit Immobilien, ja, über den Immobilienhandel momentan hochgefährlich. Fix and Flip sagt man ja immer, Problem bei Fix and Flip ist momentan, es hört beim Fix auf. Ne? Und deswegen kann ich euch den Rat geben, Qualität vor Quantität. Ja? Und betrachtet das Ganze langfristig. Und der dritte Punkt ist, nur weil irgendjemand sagt, dass das gut ist, heißt nicht, dass es gut ist, sondern ihr müsst euch mit eurem Investment auch wohlfühlen. Das heißt, wo das Objekt ist, was für ein Objekt und auch die Zielgruppe, weil die wenigsten sprechen, wer wird das einmal mieten. Das heißt, wenn ich mich wohlfühle mit zum Beispiel Studentenvermietung, ja, dann mache ich das doch, dann muss ich nicht in die Monteursvermietung gehen oder ich muss nicht Flüchtlinge. Ich kann das machen, wenn ich damit umgehen kann, ja, wenn ich es verstehe und wenn ich den mit diesem Klientel auch rollierend mich austauschen möchte. Aber wenn ich sage, ich möchte das einfach haben, ich möchte das so passiv und schmerzfrei wie möglich gestalten, dann gehe ich eher in die andere Richtung. Das soll aber bitte jeder am Ende des Tages, also ihr müsst auch ein bisschen Freude an dem Ganzen haben, weil sonst verbrennt es euch. Danke, danke Paul. Das heißt vielleicht zwei, drei Learnings, die ich mitgenommen habe als Abschluss. Ja, und nicht gierig sein. Ne? Immer genau schon nicht gierig sein. Das ist, glaube ich, das größte Learning, was ich für mich hatte. Die Gier, die führt dich eher zu Problemen, weil du zu schnell zu viel möchtest. Ja? Und da habe ich auch viele andere schon gesehen, da sieht man, die haben gute Sachen gemacht und dann haben sie gesagt, ja, jetzt muss ich wumm, wumm, wumm.
Und das geht nicht immer gut. Das ist so. Und es kann nicht jedes Objekt funktionieren. Auch ich habe Objekte schon verkaufen müssen, die nicht funktioniert haben. Ja? Und auch ich habe jetzt auch wieder aktuell in Linz zum Beispiel am Mietnummern. Das passiert. Ja? Da kannst du dich nie 100% davor abschieben. So ist es. So ist es. Das, was mir sehr gut gefallen hat, das heißt für die einen oder anderen am besten mehrmals anhören. So ist es. Die das Zukunft gehört den Fleißigen, für die, die den Podcast genau. hören. Wenn, das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, wenn man es lesen kann, die Zukunft gehört den Fleißigen. Mhm. Weil von nichts kommt nichts. Wenn es so einfach wäre, wie es oft suggeriert wird auf Podcast, YouTube und auf Seminaren, dann würde es jeder machen. Mhm. Ja? So ist es, Paul. Das heißt, das vielleicht als Learning, hört euch den Podcast öfters an. Der Paul, das hat mir auch sehr gut gefallen, du bist eigentlich mit der ersten Immobilie zufällig reingekommen und aus denen sind dann Jahre später immer mehr geworden, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, das heißt auf Seminare, Stammtische, der Paul macht ja auch Stammtische, das heißt schaut dort einmal vorbei, aktuell ist es im Zentimeter. Genau, Zentimeter in Gersthof, ist jeder willkommen, kostet nichts, ist gratis, aber nicht umsonst. Ne? Genau, das heißt einfach mit dem Thema beschäftigen und ich glaube, das Wichtigste ist einfach tun und das hat man bei dir schon gesehen, das heißt durch die Jahre, durch die vielen Erfahrungen beim Immobilienkauf und Verkauf sind natürlich viel, viel Wissen mitgekommen und ich glaube, das eignet man sich dann durch die Stammtische, durch die Praxis dann an. Danke nochmal fürs Vorbeischauen. Danke für deine Einladung. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Tschüss.